Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Spirituelles Malen im Alltag ist das heutige Thema. Und ich habe jemanden mitgebracht, nämlich Akatanka, eine meiner Avatars. Und sie wird uns ein bisschen was erzählen über Spiritualität. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, hochsensibel und hochsensitiv. Und auf meinem Kanal geht es um intuitives Malen für mehr Leichtigkeit. Ja, und hier sind wir schon mitten im Prozess. Spirituelles Malen. Ich empfehle dir, also ich persönlich empfehle dir, in Aquarell zu malen. Ja, weil da ist man schnell im Fluss. Ne? Das ist so eine fließende Technik. Ja, die macht einfach Freude. Das hat viel auch mit Loslassen zu tun. Aber ich möchte euch jetzt nicht auf die Folter spannen. Viele warten ja bis mit Sicherheit schon drauf, was denn nun Akatanka uns so zu diesem Thema erzählen möchte. Also, viel Spaß weiterhin. Ja, ich möchte mich mal kurz vorstellen. Ich bin Akatanka, die Wolfsfrau, und ich bin ein Avatar. Und die Frage war ja, was macht eine spirituelle Person aus? Wie lebt sie oder wie zeigt, welche Merkmale hat sie? Wir aus unserer Sicht sagen ganz klar, wenn wir spirituelle Personen, Persönlichkeiten ein bisschen beobachten, eine spirituelle Person ist neugierig und bleibt neugierig das ganze Leben lang, ja? Ist neugierig oder probiert spirituelle Praktiken aus, neue Techniken. Also das ist ein Merkmal von spirituellen Menschen oder Persönlichkeiten. Ein nächster Punkt ist Offenheit für verschiedene Glaubensrichtungen. Ja, spirituelle Menschen sind nicht dogmatisch. Ja, die sind unglaublich tolerant und ja, haben so eine offene Weltanschauung. Ja, und ein weiterer wichtiger Punkt ist die Achtsamkeit. Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Ja, Achtsamkeit Mutter Natur gegenüber. Oder auch der Tierwelt, der Pflanzenwelt. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Bei Fragen wendet euch einfach an Karin. Und die meldet sich dann bei mir. Tschüss, dabei. Ja, vielen lieben Dank, Akatanka. Ja, die erste Begegnung zwischen uns, die liegt 20 Jahre, glaube ich, über 20 Jahre zurück. Ich befand mich damals in einer sehr schwierigen Trennungsphase und, naja, wollte dramatisch, wie ich halt bin, gerne sterben und bin ja eine kleine Drama-Queen. Und da trat eben die Wolfsfrau oder Akatanka in mein Leben und nahm mich so ein bisschen bei der Hand und führte mich ein Stück weit. Und heute ist es tatsächlich so, wenn ich mich in Schwierigkeiten befinde oder wenn ich irgendwie Kraft und Mut brauche, dann gebe ich so die Message nach innen. Liebe Wolfsfrau, übernimm du doch mal ein bisschen das Ruder. So viel zu den Avatars, die übrigens jeder von uns hat, ja. Man muss sie nur ein bisschen wachkitzeln oder aber, naja, mal ein bisschen zuhören. Die melden sich schon oder mal darum bitten, dass sie in Erscheinung treten. Aber jetzt nochmal zur Spiritualität. Meine Empfehlung, die ich noch geben möchte oder weitergeben möchte, die bei mir auch wirklich immer funktioniert hat, ist natürlich regelmäßig diese Zeiten der Stille, der Ruhe und des Rückzugs, ganz, ganz wichtig. Meditation, ja, versuch regelmäßig zu meditieren, still zu sitzen, zuzuhören. Es gibt so wundervolle Meditationsvideos auf YouTube. Ja, und intuitives, heilsames Malen ist natürlich oder eignet sich hervorragend, um ja Spiritualität zu üben, um einen
persönlichen Zugang zu seinem Inneren zu finden. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, Farben, Formen, ja, und täglich oder, ich muss jetzt nicht täglich sein, aber regelmäßig zu malen. Ja, es ist und bleibt ein wundervolles Medium, um sich persönlich auszudrücken, um verschiedene Symbole, Formen umzusetzen, ja, und auch ein Stück weit Spaß zu haben im Leben, am Leben. Dann eine weitere Empfehlung, die vielen Menschen hilft, ist eine Gemeinschaft. Das Teilen von spirituellen Erfahrungen ist auch ungemein hilfreich und oftmals auch sehr heilsam. Also vielleicht hast du ja schon eine Gruppe oder bist in einer Gruppe und hast die Möglichkeit, deine persönlichen Erfahrungen zu teilen oder auch Praktiken und Techniken auszuprobieren, also neue Techniken auszuprobieren. Es gibt eine ganze Menge. Also guck mal, ob es Menschen gibt in deiner Umgebung, mit denen du das gern teilen möchtest. Ja, wir wünschen dir jetzt viel Erfolg und viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von spirituelles Malen auch. Und wenn du Fragen hast, wenn du mehr erfahren möchtest, auch von Akatanka oder von Else, dann schreib es unten in den Kommentar oder schreib mir direkt eine E-Mail. Also, bis bald, bis nächste Woche. Alles Liebe von uns.